ein eigenes Haus. Und hier soll es stehen. Doch dafür braucht Benedikt Schmidt aus Ingolstadt einen Kredit. Eigentlich eine einfache Sache, denn der IT-Fachmann verdient nicht schlecht. Seine Frau ist Krankenschwester. Und die Zinsen sind niedrig. Trotzdem blitzt die Familie bei rund einem Dutzend Banken ab. Wenn man nur vor Stoppschilder läuft oder nur vor geschlossene Türen oder zum Schluss eben die Türen zugeschlagen werden, mit Begründungen wie ein paar Euro fehlen, Pech gehabt, die Kinder sind schon da, dass man überhaupt keinen Ausblick auf eine positive Zukunft hat, da ist man am Boden zerstört. Dabei war vor einem Jahr noch alles ganz anders. Damals hatte die vierköpfige Familie schon einmal einen Baugrund in Aussicht und gleich von mehreren Banken Kreditzusagen bekommen. Für Zins und Tilgung sollte die Familie so viel aufbringen, wie sie jetzt Miete zahlt. Monatlich 1.281 Euro. Belastung monatliche von um die 1.200 Euro. Das ist für Miete wie auch für Finanzierung, langfristige, ist absolut tragbar. Vor einem Jahr hatte sich das Bauvorhaben aber zerschlagen. Jetzt ein neuer Anlauf. Völlig unerwartet rechnen die Banken nun aus, dass das Einkommen der Familie für den Kredit nicht mehr ausreicht, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Wir haben Eigenkapital, wir haben Lebensversicherungen, wir haben BU-Renten, wir haben ein Einkommen, das auch jetzt nicht gerade das Niedrigste ist. Was noch? Warum sind die Banken plötzlich so zugeknöpft? Der Grund ist, Ende März hat die Bundesregierung eine EU-Richtlinie umgesetzt und dabei die Regeln für die Vergabe von Immobiliendarlehen drastisch verschärft. Vorgeschrieben ist seitdem: Kreditwürdig ist nur, wer ausreichendes Einkommen hat, und zwar über die gesamte Laufzeit eines Darlehens. Der Wert der Immobilie als Sicherheit darf dagegen nicht den Ausschlag geben. Wer Kinder großzieht, spürt die Folgen dieser neuen Regeln besonders. Denn meist fehlt dann ein Einkommen, wenn die Bank über den Kredit entscheidet. Das Krasseste war, dass im Endeffekt auch unter der Hand der Tipp kam, naja, ist halt Fehler, wenn man vorher die Kinder macht. Man muss halt nur vorher mit dem vollen Einkommen die Finanzierung beantragen, danach ist es wurscht. Dabei wollte die Bundesregierung mit den neuen Regeln eigentlich Verbraucher schützen. Sie sollten nicht leichtfertig Kredite aufnehmen, die sie nicht zurückzahlen können. Doch die Geldinstitute haben gar keine andere Wahl. Die Raiffeisenbank Altötting zum Beispiel. Die hat in den vergangenen Wochen rund 20% der Kreditanträge abgelehnt. Hier bei uns am flachen Land sind die Einkommen ja nicht so groß wie in den Metropolen. So, wenn wir dann unsere Kapitaldienstberechnung machen müssen, dass wir dann auf keinen positiven Wert kommen. Heute müssen wir diese Anträge ablehnen. Früher hätten wir die sofort genehmigt. Denn früher durften die Banken eben noch damit rechnen, dass die Kunden im schlimmsten Fall ihre Immobilie verkaufen können. In Deutschland ist das jetzt nicht mehr möglich. In anderen EU-Staaten allerdings schon. Man hat halt einfach gesagt, für uns in Deutschland, wir setzen sogar noch eins obendrauf. Und wir sagen einfach, in Deutschland darf der Wert der Immobilie nicht berücksichtigt werden bei der Kreditentscheidung. Das geht aus der EU-Richtlinie nicht hervor. Tatsächlich setzte die Bundesregierung die Vorgaben aus Brüssel strenger um als nötig. So hat die EU eigentlich erlaubt, beim Bau eines Hauses den Kredit vom Wert der Immobilie abhängig zu machen. Die deutsche Regierung lehnte das aber ab. Der Staat war hier überhaupt nicht gefordert, denn es gab in Deutschland kein Problem, dass viele der Kunden ihr Objekt verloren haben, weil sie die Raten nicht aufbringen konnten. Wenn jetzt viele keinen Kredit mehr zum Hausbau bekommen, trifft das auch die Wirtschaft. Baufirmen fürchten, dass Aufträge wegbrechen. Das Handwerk fordert deshalb eine rasche gesetzliche Änderung, gemeinsam mit Industrie, Genossenschaften und Sparkassen. Sehr schnell die Konsequenzen wären einfach Rücknahme dieser Umsetzungsrichtlinie und einer entsprechenden Korrektur dieser Umsetzungsrichtlinie, analog dem, dass gerade junge Familien und Geringverdiener wieder an diese Kredite herankommen. Mit einem Kredit von der Bank in die eigenen vier Wände. Benedikt Schmidt wollte so eigentlich auch fürs Alter vorsorgen. Dieser Weg könnte nun plötzlich versperrt sein. Wohneigentum ist ja die wesentliche Quelle für den Vermögensaufbau bei privaten Haushalten. Und wenn dieser Weg eben
zunehmend erschwert wird, dann ist es letztlich so, dass sich mehr und mehr Haushalte mit der Altersvorsorge dann auch schwer tun. Das heißt, im Alter möglicherweise auch arm sind und auf Unterstützung angewiesen sind. Was tun? Wer einen Immobilienkredit braucht, muss sich darauf einstellen, dass er jetzt wesentlich mehr Eigenkapital und Sicherheiten benötigt. Benedikt Schmidt hat am Ende doch noch eine Lösung gefunden. Seine Schwiegereltern halfen aus, damit sein Traum vom eigenen Haus für seine Familie doch noch in Erfüllung geht.